Nach der Festnahme der früheren RAF-Terroristin Daniela Klette sucht die Polizei weiter nach ihren beiden Komplizen. Mehrere Durchsuchungen in den vergangenen Tagen in Berlin haben bisher keine Festnahmen gebracht. Die Ermittler fanden aber heraus, dass der flüchtige ehemalige RAF-Terrorist Burkhard Garweg unter falschem Namen auf einem Areal der Hausbesetzerszene in Berlin-Friedrichshain gewohnt hat. Die Staatsanwaltschaft Verden teilte mit, dass der 55 Jahre alte Garweg dort als Martin aufgetreten sei. Die Ermittler gehen derzeit der Frage nach, ob jemand aus der linken Szene auf dem Areal von Garwegs wahrer Identität wusste und ihn womöglich unterstützt hat.